Dann hat er, währenddessen ich mit meinem Kopf unter dem Tisch war, in meine Lippe gebissen. Ganz schwer in meine Lippe gebissen und fast sogar ein Stück rausgebissen. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Bad Wars 4x2 und heute wird es nämlich wieder um eine Storytime gehen. Wie ihr wahrscheinlich am Titel schon erkannt habt, wird es nämlich heute um einen Hundebiss gehen, den ich mit 7 oder 8 Jahren bekommen habe von einem süßen Hundi, der sich dachte, der scheißt erstmal auf mich. Und ja, ihr müsst euch vorstellen, ich bin früher als kleines Kind zu Freunden meiner Eltern gefahren, mit meinen Eltern auch. Und bei diesen Freunden, die haben sich halt gerade einen Hund aus dem Tierheim geholt. Komm, flieg. Ach Mist. Dieser Hund war ein übelst niedlicher Hund, war ganz süß. Und auf jeden Fall war ich halt ein kleines Kind und ihr müsst euch vorstellen, ich bin mit Hunden aufgewachsen. Wenn man mit Hunden aufwächst, dann hat man eine völlig, völlig andere Bindung als normaler Mensch zu einem Hund. Oder zu generell Hunden. Heißt, ich bin als kleines Kind, kennt ihr es ja, wenn man was Niedliches sieht. Ich bin zu ihm, wollte ihn streicheln, wollte bei ihm sein, wollte mich um ihn kümmern. Auf jeden Fall habe ich ihn dann immer gestreichelt, fand ihn übelst süß. Irgendwann dachte er sich wahrscheinlich, nee Bruder, hör mal bitte jetzt auf, ich will meine Ruhe oder so. Und dann hat er sich unter den Tisch gelegt. Als kleines Kind habe ich da noch kein Zeichen drin gesehen, dass ich ihn in Ruhe lassen soll. Heißt, ich habe ihn nicht in Ruhe gelassen und bin ihm weiter hinterher gerannt. War es, als ob ich den Hit nicht bekommen habe. Schade. Irgendwann habe ich die Herrchen gefragt, ob dieser Hund ein Küsschen könnte. Und sie meinten, ja, versuch es doch einfach mal. Und der kam gerade aus dem Tierheim. Ich möchte hiermit übrigens nicht sagen, dass Tierheimhunde scheiße sind oder sowas. Das war halt wahrscheinlich einfach ein Hund aus dem Tierheim, der eben schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Weil eigentlich sind Tierheimhunde immer die Hunde, die sie am meisten danken und wirklich am meisten für dich da sind, wenn es hier scheiße geht oder so, weil sie einfach wissen, was du für ihr Leben getan hast. So. Und auf jeden Fall meinten die Herrchen, yo, der gibt Küsschen, versuch's einfach mal. Und dann habe ich mich zu ihm runtergebeugt unter den Tisch. Und in dem Moment dachte er sich wahrscheinlich, yo, Relation, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. Und dann hat er, währenddessen ich mit meinem Kopf unter dem Tisch war, in meine Lippe gebissen. Ganz schwer in meine Lippe gebissen und fast sogar ein Stück rausgebissen. Ja, ich kann mich auch erinnern, als wäre es in einem Film gewesen, graue Bilder, die ich habe da zu diesem Thema. Die habe ich alle noch in meinem Kopf. Ich weiß genau, wie es abgelaufen ist früher. Ehre. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Bis dann. In der nächsten Runde angekommen. Ja, ich sehe das halt alles wie, als wäre es in einem Film. Als wäre es wirklich in so einem grauen Film, wo sich gerade ein Mensch daran erinnert, wie schlecht die Zeiten früher waren. So sehe ich das. So sind meine Erinnerungen. Ich weiß nicht warum, aber wirklich genauso sind meine Erinnerungen. Ich habe das doch 1:1 im Kopf, wie es passiert ist. Auf jeden Fall war ich da mit meinem Kopf unter dem Tisch. Er hat mir in der Lippe gebissen. Er hat mir an der Lippe und hat, wie gesagt, auch fast ein Stück rausgerissen. Und dann bin ich mit meinem Kopf von dem Tisch hoch, also unter dem Tisch hoch, hatte den Hund immer noch an meiner Lippe hängen. Bin mit dem Hund nach oben geschreckt. Hat ihn an meiner Lippe, er hat sich festgebissen gehabt. Also wirklich festgebissen. Er hat irgendwann losgelassen. Ich glaube, so nachdem ich dann oben war, hat er losgelassen. Das sehe ich nochmal. Ich beiß dich jetzt wieder. Und wie aus Reflex, Leute, habe ich meinen Arm vor mein Gesicht gezirscht. Also wirklich wie aus Reflex vor mein Gesicht, direkt vor mein Gesicht geworfen, dass er mir Hauptsache nicht nochmal ins Gesicht beißt, weil Gesicht und Kopf ist ja das Wichtigste am Körper, da ist ja euer zentrales Nervensystem ist ja am Kopf und alle wichtigen Organe sind eigentlich so ziemlich am Kopf. Ja, dann habe ich meinen Arm davor gehalten, meinen linken Arm, und er hat mir so volle Kanne nochmal in den linken Arm gebissen, dass ich heute noch eine Narbe an dem Arm habe. Und Leute, es geht sogar noch weiter und... Bruder, was war das gerade? Er hat dann irgendwann abgelassen, nachdem er sich festgebissen hatte an meinem linken Arm. Ich dachte mir, okay, habe mich umgedreht und plötzlich kam er nochmal angesprungen. Ich habe mich umgedreht, wollte eigentlich wegrennen, ist er nochmal angesprungen gekommen und in dem Moment, als ich gesehen habe, er springt, bin ich nochmal aufgeschreckt, habe mich umgedreht zu dem Hund und habe nochmal meinen Arm vor mein Gesicht gehalten, weil er schon wieder ans Gesicht wollte. Und dann hat er mir wieder in den gleichen Arm gebissen, neben die Bisswunde, die gerade eben schon da war, hat er nochmal gebissen. Dann hat er endlich abgelassen. Meine Eltern waren gerade oben, haben sich das Haus angeguckt. Auf jeden Fall habe ich dann einfach nur die ganze Zeit aus Schock geschrien, yo, nehmt den Hund weg. Nehmt den Hund weg, nehmt den Hund weg, nehmt den Hund weg. Habe ich die ganze Zeit geschrien, über fünf Minuten lang habe ich geschrien, nehmt den Hund weg. Meine Kills, meine Kills, meine Kills, meine Kills, meine Kills. Ehre.
Ja, und dann haben meine Eltern sind dann runtergekommen, nachdem sie mich schreien haben hören, sind sie runtergerannt gekommen. Meine Schwester saß auf der Terrasse und hat das alles gesehen. Und ja, ich habe einfach nur noch geschrien, nehmt den Hund weg, ich habe Zewa bekommen, eine Zewa-Rolle. Die habe ich komplett voll geblutet, also wirklich komplett voll geblutet gehabt, bis wir im Krankenhaus waren. Und im Krankenhaus haben sie mich dann schon gekannt wegen meiner Diabetes. Ich war eine Woche, nachdem ich Diabetes bekommen habe, hat mich dann der Hund gebissen. Kannten die mich im Krankenhaus zum Glück schon. Ich wurde da gut aufgenommen, habe gut im Krankenhaus die Zeit genossen, war alles super. Ich habe am Ende meiner Krankenhauszeit noch Würmer bekommen. Das war nicht so geil. Würmer in der Scheiße, Leute, falls ihr es kennt. Und das war dann eigentlich die Story. Ich habe immer noch heute eine Narbe an meinem linken Arm, die mich immer wieder daran erinnert, weswegen ich jetzt auch dieses Video gemacht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne meine Meinung in die Kommentare. Ob euch schon mal ein Hund gebissen hat, würde mich wirklich interessieren. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.